Moska kann ich nicht lesen. Moskau Hotel. Und der russische Telefonanbieter, Moskau Hotel, ja, mhm. Ergibt Sinn. Ja, eine Seltenheit, dass wir hier Whisky von der Isle of Arran trinken. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Sagen wir schon mal Tag? Ja, sag doch schon mal Tag. Ja, süffiges Glück auch von mir. Ich bin der Detlef. Ich sitze meistens auf links, rechts sitzt der Jonas und der war eigentlich schon voll drin im Thema. Im Thema? Ja, im Thema. Und wir sind auch voll drauf auf der Insel, nämlich auf der Isle of Arran. Was ganz Neues. Haben wir, glaube ich, noch nie gehabt. Sollen wir schon mal einschenken? Komm, du schenkst ein. Ja. Ich brabbel ein bisschen dummes Zeug. Ja, und dann wollte ich jetzt mal sagen, wir machen die hier nicht auf. Nee, machen wir nicht. Weil... Da ist einer, der hat geklemmt. Die hier schon fast leer ist. Jawohl. Ja. Isle of Arran ist eine Insel und da sind zwei Brennereien mittlerweile drauf. Ja. Wir haben die Logranza Distillery, wie sie seit neuestem heißt, nicht mehr Arran Distillery. Und die Leg Distillery. 1995 hat man angefangen, da Schnaps zu brennen. Und alles, was ihr mehr wissen wollt, müsst ihr euch in anderen Videos von uns angucken. Genau da. Irgendwo wird das jetzt verlinkt. Ne? Wir haben schon mehrere gemacht. Und brabbeln deswegen heute nicht viel über die Brennerei, sondern wollen nur gucken, was ist drin, wie schmeckt der Whisky. Ganz genau. Weil, welcher Whisky überhaupt? Ein Small Batch. Das steht unten drunter. Arran Small Batch. Und zwar eine Limited Edition. Da gibt es 1018 Flaschen, die sind rausgekommen. 12 Jahre alt, 50 Volumenprozent, nicht gefiltert, nicht gefärbt und... Reines Moskatellfass. Also ein Vollmaturing in einem Moskatellfass. Also ein reines Moskatellfass. Ein reines, kein unreines, sondern wirklich reines Moskatellfass. Also immer noch ein Vollmaturing. Ja, also wirklich ein reines Moskatellfass. Maturing war wieder doppelt, ist gut. Den tue ich mal weg. Und es ist, okay, wir hatten den schon mal im Glas, konnte man jetzt an der Flasche, glaube ich, so... Wolltest du nur so ein bisschen flexen, ne, mit der anderen Flasche? Wolltest noch zeigen, ich habe hier noch eine. Ich habe noch eine, ja, ganz genau. Flexen, man kriegt sie noch. Ja. Die ist also jetzt noch zu erhalten, zu der Zeit, wo wir dieses Video drehen. Kann man die noch bekommen? Die war hier in Deutschland recht kurz und recht schnell vergriffen. Aber in anderen europäischen Nachbarländern... wir wollen nicht sagen bei D2, aber da ist der dann auch noch zu erhalten. Kostenpunkt 77 Euro. Das hätte ich jetzt auch gefragt. Was habe ich für diesen Whisky zu investieren? 77 Ocken auf dem Kopf plus Porto und Verpackung. Und das für ein reines Moskatell-Matron. Ein ganz reines Moskatell-Matron. Und genau das hat den Detlef interessiert. Ja. Das fand er nämlich wirklich interessant. Ist selten, dass man sowas kriegt. Als Finish ist das immer okay. Ja, schon mal höher. Man ab schon mal höher. Mhm. Aber ein reines Moskatell-Finish... Das geht gleich nochmal runter. Da musst du jetzt durch. Ja. Ja. Gut, dass das nicht unrein war, ne? Ja. Immer noch. So. Und nu? Ja, nu wissen wir eigentlich nicht weiter. Wir haben nochmal versucht, ein paar Infos reinzukriegen über diese Exklusiv-Selektion. Bei den Händlern habe ich keine Antworten per E-Mail gekriegt. Auf der Arran Homepage an sich ist das Ding gar nicht mal gelistet. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt irgendwann mal gelistet war. Und ob es da vielleicht noch andere Abfüllungen gibt, das würde mich ja natürlich auch interessieren. Du meinst auch welche mit einem reinen Moscatel-Finish? Nee, vielleicht auch mit einem reinen Madeira-Finish oder so. Ein reines Madeira-Fass, das wäre auch normal. Also oder Malaga. Also ohne Finish, sondern, ja. sondern reines Oder Mädchen. Vielleicht ein reines Haselnuss-Fass. Ja, oder... Dürfen die nicht? Dürfen die Schotten nicht? Ach so, doof. Ne? Ja. Ist aber blöd. Also kümmern wir uns jetzt erstmal eigentlich darum. Haben wir alles gesagt? Ja, 50. Mhm. Hat das was mit Knoblauch oder? Ne, einfach nur Durst. Mhm. Oh, Donnerwetter. Da muss man immer sagen, ist die erste Nase ist immer betäubend. Und macht Durst. Siehst du, jetzt trinkt der Dettel für mich auch. Mhm. Ich kann den Geruch gerade wirklich nicht beschreiben. Was ist das? Ist der Gag. Hm?
Das dürfte ein reines Moscatel-Fass sein. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ich würde das jetzt also auf gar keinen Fall leuchten. Olive? Nee, das ist zu ölig. Zitronengras doch, Olive, Zitronengras. Zitronengras bin ich auch bei dir, ja. So ein bisschen. Und Olivenwasser. Weißt du, wenn beim Discounter Oliven holst, so 500 Gramm Gläser für 99 Cent und das Wasser davon. Danach. Olive. Olive, ja. Kein Olivenfass. Also davon ab, mit Olive muss ich jetzt sagen, kann ich jetzt nicht gegenhalten, weil ich habe einmal in meinem Leben eine Olive probiert. Das hat mir prinzipiell gereicht, um zu sagen, nö, das ist nicht meins. Eine Olive hast du bisher nur gegessen. Ja, ja. Das also war wird aber mal Zeit für die zweite, weil eine kann ja immer noch ein Fehler sein. Da kann ja sein, dass die Frucht faul war oder so. Da muss ja noch mal eine zweite probieren. Meinst du? Auf jeden Fall, machen wir. Echt? Ja, Oliven, also... Ja, gut, okay. Geil. Wir könnten nochmal ein Oliventasting machen. Ja. Bleiben wir doch jetzt mal einfach hier bei dem Schnaps. Wir driften wieder ab. Ne? Ach, überhaupt nicht. Ja, Zitronengras ist dabei, definitiv. Die ist also eine sehr ungewöhnliche Note, muss man jetzt also eine ungewöhnliche Nase. Ist eine schöne ein Nase. Eukalyptus, würde ich noch sagen. Also eine frische. Die natürlich auch ein bisschen vom Alkohol kommen kann, bei 50 Volumen. Das kann natürlich sein, ja. Ist natürlich nicht wenig, was da so hinter sitzt, obwohl Aaron in letzter Zeit oder allgemein sehr, sehr häufig mit 50 Volumen abfüllt. Nicht gerade Core Range, aber hier die ganzen Fass-Finishes, die sind alle mit 50 Volumen abgefüllt. Limette, Zitrone viel, ein bisschen Honig. Honig, ja, laufen wir kommen voran. Limette sind fast ein bisschen Essig, Balsamico-Essig. Richtig schöner, heller Balsamico-Essig. Nicht der für 87 Cent im Discounter, sondern wirklich guter Balsamico-Essig. Riecht gut, riecht aber... Schön. Ein bisschen helle Früchte mit etwas Goodwill, ja, auch. Ja. Aber bleibt bei diesen säuerlichen, bei diesen zitronenartigen Sachen. Muss jetzt aber sagen, für mich in der Nase zu experimentell. Also müsste ich den doch unter der Nase, hätte ich irgendwie 5 Whiskys vor mir stehen und ich dürfte 2 davon trinken und muss vom Riechen her entscheiden, welchen ich nehme. Den würde ich schon mal an die Seite schieben. Der nicht dabei? Ja. Ja, sagen wir mal. Ja, okay. Erstmal ohne Wasser. Erstmal ohne, ja. Slante, ne? Alkohol ist sehr prägnant. Mörderantritt. Mhm. Mörderantritt mit sehr, sehr viel Süße. Unglaublich viel Süße. Aber nicht so eine schleimige, klebrige Süße. Auch keine Honigsüße. Nee, so sondern wirklich, auch, ne? Genau, Puderzucker oder Zuckerwasser. Mhm. Wirklich ganz krass verdünnt, aber du merkst diese Süße. Aber die ist halt nicht irgendwie so matschig oder so, sondern einfach nur süß-wässrig. Dazu Früchte, helle Früchte habe ich jetzt. Aber du hast auch so eine Rosinenart, würde ich auch noch sagen. Also ein bisschen rosinig, aber nicht so was Sattes, Altes. Nee, überhaupt nicht. Ne? Also überhaupt nee, das nicht ist alt, satt und matschig. Gar nicht in dem Bereich. An Kräutern, Würze, Holz, was auch immer, ist gerade einfach für mich zu wenig, um das genauer definieren zu können. Aber so ein bisschen, ja. Ist also wirklich schwer auseinander zu pflücken. Das jetzt muss man ehrlich sagen. Ich meine, das ist jetzt eine Ansichtssache, aber mir schmeckt's. Ich finde es lecker. Ich finde es auch. Aber ich habe gerade gesagt, ne, wenn ich ihn in der Nase nach beurteilen müsste, hätte ich ihn beiseite gestellt. Mhm. Ich finde es wiederum angenehm, muss ich sagen. Also ich finde diese Note finde ich gut, finde ich lecker. Die war für mich zu irritierend. Jetzt im Geschmack würde ich sagen, das hättest du bereut, weil der ist echt lecker. Ungewöhnliche Aromen, ja, aber alle Aromen harmonieren zusammen. Und es schmeckt einfach. Es ist eine runde, süße, satte Geschichte, die auch nicht so Zitronengras frisch, nee, minzig, ist wie in der Nase. Dass so zu viel Zitrone da drin hast, ist nicht der Fall. Mm. Das stimmt allerdings. Zedernholz habe ich. Zedernholz ist gut. Oh, das ist jetzt, muss ich mal wieder sagen.
Verdammt, das ist gut. Und vielleicht auch Süßholz, würde ich auch ein bisschen sagen. Obwohl Süßholz hat manchmal so eine Bitterkeit und die würde ich hier jetzt, nee, also die ist nicht, nee, dabei. Mit Wasser haben wir von der Süße ja nochmal Faktor 3, mhm, drauf. Also der wird nochmal Puderzuckriger. Aber die Süße wird auch klebriger, die wird öliger, schleimiger, die ist fast honigartig. Also ja, jetzt geht er in, ne, Richtung Honig. Jetzt, mhm, geht es nämlich in Richtung Honig, jetzt wird es auch richtig cremig. Vanille kommt durch. Ja. Dezente helle Früchte. Überhaupt keine Zitrusaromen, finde ich. Die sind komplett weg, die ja in der Nase sehr dominant waren. Dann ohne Wasser da, aber jetzt nicht irritierend. Und jetzt sind die komplett weg. Jetzt dominiert eigentlich dieser Honig und diese, ja, Honigsüße. Ja. Auch dieser Honig, würde ich sagen, der ist jetzt auch greifbar. Ja, definitiv. Ganz, ganz absolut. Also für, ich sag mal, für einen Aaron. Ja, für ein reines Moscatel-Maturing. Ne? Also vollkommen ist ja ungewöhnlich. Ja, für einen Aaron, also für einen Aaron ungewöhnlich. Also basierend wirklich auf diesem reinen Moscatel-Fass. Ja, kein Finish, sondern wirklich ein reines Moscatel-Fass. Ein Voll-Maturing. Wir, ja, wollen es nochmal betonen. Ich meine, so langsam gut, ne? Also, unglaublich. Nee, prima, klasse, toll, ja, muss ich jetzt sagen. 77 schmeckt. Euro. Hm. Jetzt mit Wasser würde ich noch mehr bereuen, den beiseite gestellt zu haben. Wobei ich den also auch mit Wasser... Mit und ohne Wasser ein Genuss. Beides, aber mit würde ich den bevorzugen. Ja, ich würde auch immer empfehlen, Tröpfchen reinzumachen. Ja, das lohnt sich. Ein solider, guter Whisky. Ja. Der schmeckt. Trotzdem muss ich sagen... Ein reines Moscatel-Fass wäre jetzt für mich nicht der Kaufgrund. Also jetzt nach dem Geschmackserlebnis nochmal Moscatel, nö. Nö? Schmeckt gut, ist aber für mich zu experimentell. Ja, das nicht mal. Ich stehe ja auf Experimente, aber zu... Weiß ich gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Zu, ja, komm. Zu gewöhnlich, außergewöhnlich. Weißt du, das ist so dieses... Dieses typische, ich erwarte was Besonderes und dieses Besondere kriege ich jetzt. Das ist so... Was willst du denn mehr? Ja, überrascht werden möchte ich gerne. Ich mag es gerne, überrascht zu werden. Oh. Ja. Oh. Nein, aber wie gesagt, ein guter, runder Whisky. Ja. Wie immer gerne 15 Euro günstiger. Okay. Ne, ansonsten... Ja, dafür hast du wieder dieses reine Moscatel. Genau, und das muss ja auch bezahlt werden. Ja, ist doch logisch, ganz klar. Ne? Wäre das jetzt so ein Finish, ja, dann würde man weniger bezahlen. Aber bei einem reinen Moscatel-Maturing... Ja. Ne? Ja, ja, ja. Wann hat man sowas heutzutage noch? Außer jetzt bei dieser Abfüllung von Aaron. Wie gesagt, limitiert. 1018 Flaschen. Ein paar Jibbit noch. Jo. Gib mal welche. In diesem Sinne. Ja, in diesem, wir Sinn, haben genug gebrabbelt. Ja, das Zeug war heute, glaube ich, ganz anders. Aber macht ja. Ich wollte es anders ausdrücken. Ich wollte sagen, wir haben euch hoffentlich auch gut unterhalten und verabschieden uns an dieser Stelle. Der Detlef mit einem süffigen Glück auf. Auf jeden Fall. Macht's gut. Und ich wink einfach in die Kamera. Wir sehen uns, ihr Lieben. Haben wir uns ja jetzt aber ein bisschen dran hochgezogen. Ja, aber überhaupt nicht. Gar nicht so schlimm aufgefallen. Hatte ich das denn so betont? Dreimal intensiv. Ja gut, dann hatte das verdient. Auf jeden Fall. Jan und Hein und Klaas und Pitt. Enna Bukaje Nero. Das war griechisch. Wegen ihm hier und der Sendung mit der Maus und so, nur um das mal kurz zu erklären. Die fangen ja auch immer so an. Oh, Hein. Können wir? Der Sie ja das. Und was sagen wir jetzt? Ahoi, ihr Leichtmatrosen. Intro. Ja. War das? Voll gut, machen wir mal. Ahoi, ihr Leichtmatrosen. Tada. Man fängt an, irgendwas zu erzählen. Jo. Und dann sagst du einfach so schon über. Jo. 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 Hilft ja nichts. Und damit hast du eigentlich ein komplettes Gespräch geführt. War nichts falsch auch. War nichts falsch. Und es passt immer.